Hallo Leute, hier ist der Paxton von Gamers Ultra TV. Ich spiele heute mal The Forgotten Ones. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es für ein Spiel ist. Es schien so, dass es ein Horrorspiel ist. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, es spielt im Zweiten Weltkrieg. In einem Haus. Wir sind keine Ahnung wer. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir fangen einfach an und lassen uns überraschen, was es hier wird. So, Begin New Nightmare. Das kann man sich aussuchen. Okay, das erste. Wow, das sind Hakenkreuze. Okay. Sowas gibt's auf Steam. Gut. Schauen wir mal rein. Okay, die Schrift sieht schon mal schön hässlich aus. So. Wow. Das Auto gesehen, wie das abgebogen ist, krass. Okay. Sounddesign ist ja echt komisch. Ich habe schon alles übelst runtergestellt, aber trotzdem ist es noch. Ja, ich glaube, das muss so sein. So, was haben wir hier? Oh, eine Waffe. Kann ich die aufnehmen? Nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Geht nicht. Schau mal kurz nach Optionen. Keyboard, so haben wir jetzt auch was hier. Haben nichts zum Aufnehmen, okay. Geht's weiter? So, was haben wir noch hier? Ein Schränkel. Komischer Schatten. So ein Schrank, können wir den aufschieben? Nein. Echt ein deutsches Online. Okay, wenn es in Deutschland spielt, naja, gut. Eieiei. Was liegt denn hier? Zack. Ein bisschen Chaos machen hier. So. Wie können wir denn hier irgendwas benutzen? So, hallo, hier Tür, geh auf. Warte. Hab ich das gebrechert? Mit F kann ich das machen, okay. Ich dachte, das kann, muss ich umlegen, das gefällt mir nicht. Ach so, ich konnte noch nach unten scrollen, okay. So, wo steht denn hier F? Hier. Das legen wir mal. E. Screenshots. Health Kit ist Q, okay. Tab ist Inventory. Gut. Mist, jetzt habe ich das natürlich verstellt. Combat. So. Ich denke mal, jetzt haben wir alles. Guck mal, Items, okay. Ja. So, jetzt können wir auf jeden Fall Zeug aufnehmen. So, Waffe, komm her, haben wir. Da war eine Tür. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ich möchte es haben. Gib es mir, Mr. Tisch. Wow. Wer war das? Wie kann ich jetzt die Waffe ausrüsten? Items. Ich habe eine Waffe aufgenommen. Alter, wer ist das mit dieser Kacktür?
Okay, ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ich hätte mich da vorher mal ein bisschen erkundigen können, wie was geht hier. Keyboard, so. Quick Load. Last Weapon. Slot 1. Mit der Maus. Mit der Maus. Na komm, ich drück. Ich drück jetzt jede Taste mal durch hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oder kann ich die Waffe noch nicht? Okay, wir lassen das erstmal mit der Waffe. Wir schauen weiter. Was? Alter, diese Feder, die ist brutal. Ich möchte, ich haben Feder, du machst. Was ist denn das? Was ist denn mit der Feder los? Alter, Mörderfeder. Ah, okay. Zack, weggeworfen. Jetzt kann ich meine Feder nehmen. Yes, ich hab sie. Zack, weggeworfen. Okay, wenn ich jetzt hier so Zeug nehmen kann. Ach so, das ist bestimmt nur so ein Schwamm für die Tafel. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich jetzt so den Schrank aufmachen, wenn ich halte und nein. Ich muss ja echt alles durchsuchen, Leute. Irgendwie traue ich mich an. Alter. Weg, du Bibel. Weg mit dir. Zack. Oh. Was haben wir hier? Okay. So. Machen wir die Tür auf. Nein, ich möchte noch nicht rausgehen. Ich möchte in die andere. Grüß dich. Jetzt erklären die alle. Ich gehe nochmal rein. Ich möchte mal in die andere Tür gehen. Okay, die ist natürlich. Wo kommt das denn jetzt her? Was ist das für Glitzerdinger hier? Verrücktes Deutschland. Aber irgendwie glaube ich, dass wir in Russland sind. Sieht so russisch aus. Müll. Das hier ist auch zu. Alles zu. Hier liegt doch was. Gott, meine Augen. Hey. Also ihr kennt mich. Ihr müsst selber lesen. Ich lese nichts vor. Diese Kacktür. So, das weiß ich doch alles schon, Mann. Oh, hier, da steht er. Gucken, ob wir ihn abwerfen können. Grüß dich. Geh weg. Hallo. Kann ich ihn irgendwie schlagen? Hallo. Mister. Oh, hier sieht er gruselig aus. Hier ist natürlich auch zu. Können wir den beklauen? Gucken, was du in deinen Hosentaschen hast. Nein, geht nicht. Gut. Scheint ja nicht zu sein. Ich wette, hier liegt irgendwo ein Schlüssel rum und ich kann in die ganzen Türen rein. Naja, gut. Wir sollen jetzt zu unserem Informanten gehen. So wie ich das verstanden habe. Wer ist das mit dieser Kacktür? Ich bring dich um. Bist du das? Ich schlag in die Fresse. Oh, das habe ich nicht zugehört. Sure. Naja. Okay. Immer ja sagen. Ah, great, Grubowskner. I owe you. Du kannst im Ordentlich reden. Und ich so, was hast denn du um den Hals? Was ist denn das für ein T-Shirt? Kauf dir im Ordentliche Klamotten, Junge. Wie kann ich hier die Schränke verschieben? Ist das hier noch ein Crafting und
Hausbauspiel oder was. Zack, so brauche ich eine Mauer. Aber das ist gut. Misshandeln die hier die Leute? So, nochmal jede Tür abchecken hier. Hey. Can you believe it? Hallo? The whole family murdered last night. Du siehst nicht gesund aus, Junge. Der hat auch so ein Ding an. Oder ist das eine Schutzweste? Der hat, haben die alle dasselbe an? Ey, die haben alle dasselbe an. Alter, was ist los mit euch? Kennedy? Das, wo sind wir denn hier? Die Zeit. Ich kann das nicht lesen. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt auch wieder zu. Ich glaube, da geht's weiter. So. Schon wieder diese Geräusche. Alter, verschwinde. Hallo? Hallo? Hey Leute, was ist los mit euch? Ist kein Arbeiten mit euch. Siehst auch nicht normal aus. Na gut. Tschüss. Ist das Open World? Kann ich mit jedem Auto fahren? GTA Style? Essen. Hallo Penner. Der hat auch dasselbe an. Hello, Grabuskna. Der hat das auch an. Was? Here, pick up food. Sure, one moment. There you go, my friend. Gib mir Essen. Na komm. Oh, in fine sense. As you see, my shop is quite empty these days. Oh ja. Hopefully one day it'll be crowded again. Anyways, back to business. Meist ohne Scheiß. Warum haben die alle einen russischen Akzent? Obwohl wir anscheinend in Deutschland sind. Ich verstehe das nicht. Warum ist hier ein Rohr? Hey! Wollt ihr mich verarschen? Der Ventilator, der sich noch nicht mal 2 km/h die Stunde dreht, hat mich getötet. Über diese Hakenkreuze. Wow. Und endlich habe ich mein Lebenszeichen. Also. Ich verstehe das nicht. Ach, ich bin dein Boss. Ja. Ihr zieht euch mal ordentlich die Klamotten an. Penner. Der Spasti wieder. Grüße, hier bin ich. Du kannst stehen bleiben. Hallo. Hallo. Could you get me some food for Mr. Google, please? I'm too busy to pick it up myself. Ah, okay, er will das essen. Okay, jetzt habe ich es ja verstanden. Ach komm, vielleicht kriegen wir auch was Cooles. Ah, great. So, wir schauen uns aber erstmal um hier. Wir wissen jetzt, wo wir. Ach komm schon, jetzt kann ich hier echt nicht überall langlaufen. Wetten, der fährt mich jetzt. Es ist nicht euer Ernst. Bringt mich ja alles um. Boah. Ich hasse euch alle. Ich will meine Waffe ausrüsten. Alle abschießen. Ja, die kenne ich schon. Normalerweise neige ich ja nicht zur Brutalität, aber in diesem Fall wäre es angebracht. Ja, komm, laber schneller. Ja, komm, du mit deiner komischen Frisur da. Ja. Sure. So good. Ah, great.
So, jetzt nach rechts gucken, nach links gucken, so wie wir es als Kinder gelernt haben. So, gucken. Was ist mit dir los? Schön. So, gib mir Essen. What could I do for you? Essen. Gib Essen ran. Hätte ich das Essen noch klauen können? Sure, one moment. Hamburger, Hotdog. Hotdog, Cheeseburger. Here Russisch, you go, Russisch. Tschüss. Hallo Penner. Otto kommt. Schnell. Au. Ja, so komisches Spiel soweit. Erstmal so. Ah, thanks, Kapuska. Just leave it on the table, please. Achso, ich muss Inventar. Ups. Und Drop. Och man, soll ich jetzt echt auf den Tisch springen irgendwie und das Tier hier auskacken? So, Item. Drop, so jetzt droppen wir das. Zack. Und jetzt? Kriege ich jetzt nicht irgendwas? Questbelohnung oder so? Wie in anderen Spielen? Hallo? Ja, jetzt interessierst du dich nicht mehr für mich, hä? Jetzt hast du alles, was du wolltest. Ich nehme es wieder. Das kann ich ja nicht. Ihr seid alles Arschlöcher. Du musst mir was geben. So geht das nicht. Du Penner. Warum macht man denn sowas? Hätte ich nein gesagt. Du willst mit mir reden? Du willst mit mir reden? Dann rede. Okay, hier kann ich auch nicht lang laufen. Irgendwas. Ja, diese ganze Soundkulisse ist schon merkwürdig. Das ist ein Teppich und kein Rohr. Du siehst auch ganz schön fertig. Hast du Drogen genommen? So wie du da sitzt? Hallo? Also ich weiß nicht, was denn mit den Menschen hier los ist. Ach so, Auto. Ah, Auto kommt, Auto kommt. Puh. Ziemlich komisches Spiel. It was over 20 years ago when I was first brought to this forest. I didn't know what was going on. My parents were gone. I was stuck in this mansion with a man named Chin. Gregor was the butler, and Shanson seemed to be the boss. Then we were to the doctor. But as always, eventually you reveal the person's personality and deeds. Hey, Hände ans Steuer! Was ist los mit dir? Was ist los mit den Leuten? Eieiei. Ich kann Auto. Großer Pluspunkt. Ja, oh, unsichtbare Mauer. Ja, cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool.
so. Also was mich so ein bisschen nervt, sind diese unsichtbaren Mauern. Wir steigen mal nochmal ein, ich fahre nochmal zurück und kontrolliere da vorne mal. Jo, gib Stoff, Junge. Zeig mir, was du hast. Wow. Okay, wo sind wir denn jetzt? Sind wir in Deutschland? In Russland? Oder England, Amerika? Das ist Englisch. Also, Leute, ihr verwirrt mich. So, stopp, Mann. Okay. Anspannung. Ich kann noch nicht mal hinter das Haus gehen oder was? Okay, wir gehen da jetzt rein.